Wolfgang, Professor Schwarz und Royal Caribbean, Explorer of the Seas. Wir sitzen in der Kabine auf der Terrasse und Wolfgang Müller interviewt Professor Peter Schwarz. Ich glaube, wir können dahingehend die Renaissance erleben. Aber mein wissenschaftliches Steckenpferd ist Prävention, Prävention von chronischen Erkrankungen und insbesondere Prävention des Typ-2-Diabetes. Und da wiederum ist mein, was mich antreibt, einerseits natürlich die Wissenschaft, aber vielmehr, wie können wir die wissenschaftlichen Ergebnisse übersetzen in praktische Anwendung. Wenn ich eine Studie durchführe mit 500 Personen und zeigen kann, dass irgendetwas gut funktioniert, nützt das den 500 Personen, aber nicht den 5 Millionen, die vielleicht die Erkrankung haben. Und diesen Schritt zu gehen, sowas dann in der Versorgung umzusetzen, das folgt ganz anderen Regeln als eine wissenschaftliche Studie oder auch oft ganz anderen Regeln, als die Medizin an sich funktioniert. Da spielt Politik mit rein, da spielt das so schön genannte Policy-Making mit rein. Da geht es aber auch darum, wie kann man von dem wissenschaftlichen Standard abgehen, um die Bedürfnisse eines Patienten oder einer Risikoperson besser zu treffen. Und das ist so eine Gemengelage, die der Wissenschaftler transnationale Medizin bezeichnet. Der Patient aber eigentlich reagiert da als Verbraucher und sagt, ich mache das, was mir gut tut, ich mache das, was meine Lebensqualität erhöht, und das muss man zusammenbringen. Diabetes ist ja heute eine Volkskrankheit. Überall passiert sie, auch und gerade in wohlhabenden Ländern wie zum Beispiel Australien, kommen immer mehr Leute und immer früher Diabetes, in Deutschland genauso. Warum ist das eigentlich so? Ich würde sagen, Diabetes ist gar nicht mal mehr eine Volkskrankheit, sondern es ist mittlerweile zu einer Epidemie geworden. Gerade die westlichen Länder haben so Diabetesprävalenzen, das heißt der Anteil der Bevölkerung, der Diabetes hat, die liegen so zwischen 8-15%. Aber Länder im Nahen Osten, Saudi-Arabien oder Katar, liegen bald bei 50% Prävalenzen. Das ist eine Epidemie, die mit der Veränderung unseres Lebensstils einhergegangen ist. In den letzten 20 Jahren hat der Verbrauch, oder ernähren wir uns viel mehr von Fetten, Fast Food. Also wir nehmen Nahrungsmittel zu uns, die industriell hergestellt sind, häufig mit Fetten konserviert werden. Und das führt dazu, dass wir dicker werden. Gleichzeitig kommt dazu, dass wir uns viel weniger bewegen. Gerade die Einführung von Smartphones zum Beispiel stiehlt uns pro Tag 140 Kilokalorien, weil wir durch das Nutzen eines Smartphones uns weniger bewegen. Unser Alltag hat sich verändert, dass wir uns weniger bewegen müssen. So verbrauchen wir einerseits weniger Energie, andererseits essen wir aber durch Fast Food und eben bedauerlicherweise heute durch industriell hergestellte Nahrungsmittel, die lange haltbar sind, auch viele ungesunde Nahrungsmittel. Das führt dann zu Diabetes. So, wenn Sie sagen, es fehlt an Bewegung, es gibt doch an jeder Ecke ein Fitnesscenter, wo auch jede Menge Leute hingehen. Ich meine, die Leute bewegen sich ja heute mehr, als das meine Eltern gemacht haben. Ich sage immer, Sport ist etwas für diejenigen, die sich schon genug bewegen. Fitnesscenter ist für die, die Sport machen wollen und das sowieso schon tun. Das sind 2% der Bevölkerung. Das sind in der Regel nicht die, die Risikofaktoren für chronische Erkrankungen haben. Wir müssen es schaffen, die Menschen zu erreichen, die zu Hause sitzen und sich nicht bewegen wollen. Oder die zu Hause auf dem Sofa sitzen und Chips essen und nicht die Möglichkeit haben, sich zu bewegen. Ein Fitnessstudio ist nicht eine Option für jeden. Es kostet Geld, man muss das planen, man geht dann dorthin, man gerät ins Schwitzen. Das ist für viele unangenehm. Man muss also überlegen, welche Form von Bewegung kann man etablieren, die man einfach ganz normal im Alltag umsetzen kann. Und da kämpfe ich sehr dafür, so die Idee, 10.000 Schritte am Tag zu laufen, in der Bevölkerung, aber auch für den Einzelnen umzusetzen. Und Sie selbst, halten Sie sich an das, was Sie predigen? Seit etwa 6 Jahren mittlerweile schaffe ich es, ich würde sagen, in 99% der Tage 10.000 Schritte am Tag zu laufen. Heute sind wir durch Sydney gelaufen, bin ich bei 16.000 Schritten mittlerweile. Wenn man am Anfang sich dieses Ziel setzt, ist es nicht immer ganz einfach, weil wir sind erstaunt, wie wenig wir uns bewegen. Der durchschnittliche Deutsche läuft 2.700 Schritte am Tag. Das ist ganz schlecht. Der Mensch ist gemacht, um 36.000 bis 39.000 Schritte am Tag zu laufen. Aber wir nutzen das nicht.
gibt eine kleine Studie der Technikerkrankenkasse, da kam heraus, der Mitarbeiter der Technikerkrankenkasse in Hamburg läuft nur 835 Schritte am Tag. Das ist fürchterlich. Also wenn man sich jetzt zum Ziel setzt und sagt, man möchte sich mehr bewegen und setzt sich das Ziel 10.000 Schritte, ist es die ersten Wochen schwierig. Man muss überlegen, was kann man machen, um mehr Schritte zu sammeln. Man muss anfangen oder sollte anfangen zu denken als Schrittesammler. Und dann fängt das vielleicht auf einmal auch an, Spaß zu machen. Ich habe mich selbst ein kleines bisschen ausgetrickst, weil ich habe meinen Alltag, der auch anstrengend ist, mit vielen Terminen zu tun hat, man sitzt auch häufig, man hat auch Abendessen und all sowas. Es war schwierig, diesen Alltag umzustellen, aber was ich gemacht habe, wenn mein Telefon geklingelt hat, habe ich mein Telefon genommen und bin aufgestanden und habe immer telefoniert, indem ich hin und her gelaufen bin. Nun stellen Sie sich vor, Sie haben eine Telefonkonferenz, die dauert eine Stunde, das sind etwa 7.000 Schritte und so kommt man ganz leicht auf die 10.000 Schritte. Und wenn Sie jetzt von Laufen reden, Schritten, wie sieht es denn aus? Wo, in Sydney hier zum Beispiel, können wir auch schwimmen gehen, können wir auch Radfahren gehen, können wir auch alles machen? Zählt das auch? Das zählt natürlich alles auch. Wenn Sie das Laufen gerade angesprochen haben, da darf man nicht den Fehler machen, Laufen mit Sport zu verwechseln, sondern das, was ich meine, ist Alltagsaktivität. Schritte laufen so, wenn wir früh aufstehen, laufen wir Schritte, um ins Badezimmer zu kommen. Am Tag laufen wir Schritte, um zum Mittagessen zu gehen. Und diese Schritte, das ist das Entscheidende, von denen 10.000. Wenn Sie jetzt sagen, schwimmen gehen, dann ist es schwer zu sagen, wie lange muss man schwimmen, um ein Äquivalent zu erreichen. Schwimmen ist gut, Schwimmen ist gerade für Menschen gut, die mit Gelenken Probleme haben, kann auch für Patienten mit Herzbeschwerden gut sein, aber ist deutlich weniger anstrengend als Laufen. Beim Laufen oder bei Alltagsaktivität, Schritte sammeln, nutzt man 138 Muskeln. Schon beim Fahrradfahren sind es weniger als 50. Aber Fahrradfahren ist einfacher zu quantifizieren, es sind etwa 14 Kilometer Fahrradfahren, entsprechend 10.000 Schritten. Aber jede Form von Bewegung, egal wo, egal wann, egal in welcher Form, ist gut. Aber sind das nicht alles Sachen, die aus der Vergangenheit stammen? Also ich denke so Donnervater Jan oder Kneipp oder sowas. Das sind doch alles ältere Herrschaften, die schon längst gesagt haben. Wir haben hier bei der Veranstaltung ein Bild gezeigt von Hippokrates. Auch der hat schon gesagt, wenn wir es schaffen würden, dass die Menschen gesunde Nahrung zu sich nehmen und sich gesund bewegen, dann hätten wir eine Medizin für alle Erkrankungen. Und der hat genau recht gehabt. Diese Ideen, sich mehr zu bewegen und gesund zu ernähren, sind alt. Wenn wir ehrlich sind, weiß das auch jeder. Auf kognitiver Ebene oder rationaler Ebene wissen wir, dass Bewegung gut ist, dass gesunde Ernährung gut ist. Auf emotionaler Ebene sind wir aber nicht motiviert, das umzusetzen, weil viele andere Dinge bequemer sind. Das heißt, die Frage für mich ist nicht, wissen es die Menschen, sondern die Frage ist vielmehr, sind sie motiviert? Und das sind, und wir müssen uns damit einbeziehen, sind wir in der Regel nicht. Man muss also darüber nachdenken, wie kann man Menschen motivieren, etwas zu tun. Ich gehe ganz klar davon aus, dass die Menschen wissen, was ist gesund. Aber wir müssen Methoden entwickeln, Anreize zu schaffen, sie zu motivieren, einen gesunden Lebensstil umzusetzen, das 2 Tage die Woche zu machen, dann vielleicht 3 Tage, dann 5 Tage und dann jeden Tag die Woche zu machen.